Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build Heroikos. Ich habe es mal wieder geschafft. Ich habe mal wieder ein bisschen Zeit gefunden, etwas weiterzubauen, euren Wünschen nachzukommen. Und ich würde sagen, fangen wir sofort mal an. Zuerst etwas, was ihr schon kennt. Und zwar die Feuerwehrstation, wie auch immer man das nennen möchte, die wir damals gebaut haben und die auch eigentlich schon Platz hatte, haben wir wieder umgesetzt, weil die einfach nicht hingepasst hat. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe jetzt, glaube ich, einen relativ guten Platz gefunden. Und da habe ich die auch hingesetzt und das ist genau hier neben das Kraftwerk. Wenn ich mich da einmal rumdrehe, sieht man hier die Feuerwehrstation, wie auch immer. Ja, die kennt ihr ja bereits, hier vorne schön mit der Einfahrt beleuchtet, durch diesen Tunnel, kleinen Tunnel durch, rechts und links, genug Parkplätze und eben die einzelnen Feuerwehrwagen in den Toren. Ich glaube, ja, die sind sogar beschriftet. Ja, das kennt ihr schon, das ist jetzt aber nicht das Neue, sondern das Neue ist, wie ihr jetzt auch unten im Kommentar lesen könnt, wurde sich gewünscht, dass wir eine Polizeiwache bauen und ich dachte mir, es gibt keinen besseren Ort, als die genau gegenüber von der Feuerwehr zu bauen, so dass so ein Bereich ist, wo Feuerwehr, Polizei und sowas alles ist. Und ja, genau das habe ich dann gemacht. Wir haben hier die Einfahrt, die ist genau gegenüber von hier diesem schönen Eingang. Und ja, so sieht das Ganze von außen aus. Diesmal nicht hier mit diesen hohen Wänden, sondern mit einem Zaun drumherum und Steinmauer auch. Das Ganze auch etwas älter gehalten, damit wir eben so dem Motto der Stadt treu bleiben. Das hier ist die Rückseite. Auf der Rückseite gibt es keine Fenster. Ich meine, der Ausblick ist eh nicht so schön. Da, keine Ahnung, was da dann drin sein könnte. Voll mit Aktenschränken, Büros, irgend sowas. Auf der Rückseite gibt es keine Fenster. Und dann würde ich sagen, wir haben die Straßenseite. Fliegen wir einfach mal hier um die Ecke. Und in den Eingang. Auch hier innen drin. Etwas anders, wir haben jetzt hier sowieso eine kleine Straße nochmal rein, haben wir hier auf der, wenn man so reinfährt, rechten Seite noch einen Bereich, da ist noch nichts drin, da müssen wir mal gucken oder muss ich mal gucken, was da noch hinkommen könnte. Und auf der linken Seite, auch wieder schön mit Mauer und Zaun, ist die Polizeistation mit der schönen Einfahrt, genau gleich wie bei der Feuerwehr auch hier diese Lampen. Und in den Ecken auch die Bäume. So, wenn man jetzt hier so reinkommt, hat man das erstmal so vor sich. Ein großer Eingang, überdacht mit viel Glas. Auch hier auf der Vorderseite haben wir jetzt vor allem auf der Vorderseite sind viele große Fenster. Da kann man dann, kommt das ganze Licht rein und da sind dann die Büros. Und auf der Rückseite vom Gebäude sind dann zum Beispiel die Aktenschränke. Und damit man natürlich auch weiß, worum es sich hier handelt. Oben groß über dem Eingang PD, Police Department, weil, keine Ahnung, ob Heroikos, wo die Stadt wirklich liegt, aber Polizeistation klingt irgendwie nicht so spektakulär, also habe ich da das ganze Police Department getauft. In der Mitte hier oben sieht man ein großes, großes Glasfenster, das ist dann irgendwie so ein Aufenthaltsraum zum Beispiel oder ein großer Konferenzraum, irgend sowas. Und ja, das Dach, bisschen wie eine Kuppel gehalten, ist auch diesmal nicht symmetrisch, ist ja eher untypisch für die Stadt, aber diesmal haben wir es geschafft, also habe ich es geschafft, dass das Ganze mal unsymmetrisch ist. Und hier haben wir auch rechts und links wieder Parkplätze. Hier vorne, die sind etwas größer, keine Ahnung. Kann man hinstellen, was man will. Auf jeden Fall links, rechts Parkplätze. Hier vor haben wir ein bisschen grünes Gras, damit das auch ein bisschen fröhlicher aussieht. Hier neben auch.
Und hier um die Tür haben wir jetzt so, was es ja seit neuestem gibt, weiß gar nicht seit welchem Update, buntes Glas, da habe ich einfach mal weißes Glas reingesetzt, weil immer hier, das sieht auch doof aus, einfach mal weiß. So, hier neben seht ihr, haben wir einen Durchgang. Oh, das wollte ich nicht. Da laufe ich jetzt einfach mal durch. Und man sieht hier links und rechts, Kreise mit Lämmchen und einem Haar drin, da auch. Und außenrum wieder dieser schöne Zaun. Jetzt fliege ich einfach mal hoch, dann sieht man wahrscheinlich besser, was das ist. Das sind zwei Helikopterlandeplätze. Es gibt Polizeihelikopter, es gibt irgendwelche Fälle, wo man die braucht. Also gehört das natürlich zu einer guten Polizeistation dazu, dass man einen Hubschrauberlandeplatz hat. Und weil der Platz so passend war, dachte ich mir, ach komm, baue ich zwei. Die kann man natürlich auch nicht nur durch den kleinen Tunnel erreichen, sondern auch mit dem Auto schnell hin, hier an der Schranke vorbei. Und dann ist man auch hier in dem Bereich drin mit den Helikopterlandeplätzen. Ja, was könnte ich denn noch machen? Ich zeige euch das Ganze nochmal bei Nacht. Set Night. So, jetzt geht die Sonne unter. Und ja, wir haben hier vorne, also das ist noch nicht ganz fertig. Hier die Straße, wie ihr seht, hat noch keine Straßenlaternen. Die kommen noch. Hier die Einfahrt ist auch noch etwas dunkel. Aber wir haben hier unten schon mal die Lämpchen drin. Hier auch die Schranken sind beleuchtet. Und wenn wir jetzt hier reinfahren, hier schön die Lampen links und rechts, direkt bei der Einfahrt. Auch in den Ecken sind die Lampen. Dann der Eingang ist natürlich auch beleuchtet. Und wie ihr seht, da oben, das PD ist auch in den Ecken unten. Die strahlen die Buchstaben an, damit man das schön erkennen kann. Jetzt laufe ich nochmal hier rüber zu den Helikopterlandeplätzen. Und die sehen dann im Dunkeln so aus. Auch schön beleuchtet. Einmal mit Glowstone. Und natürlich die Redstone-Fackeln, die sind mir jetzt nicht so gut. Aber das soll auch mehr so ein kleines Detail sein, auch wenn es nachts nicht leuchtet. Eben die Redstone-Fackeln als rote Lämpchen, die dann auch noch um den Helikopter-Landeplatz herum sind. Ja, das war's dann eigentlich schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr irgendwelche neuen Vorschläge habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wie ihr seht, wir sind immer noch dabei, die umzusetzen, auch wenn diese schon etwas älter sind. Aber wir sind dabei und immer wenn wir ein bisschen Zeit haben, bauen wir da weiter und wir versuchen das Ganze dann möglichst gut umzusetzen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ja, macht's gut. Ciao.